Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten Platin hier auf meinem Kanal mit A Sketchbook About Your Son. Das Ganze kostet 4,99 € im PSN Store und gibt es für PS4 und PS5. Allerdings ist das Ganze nicht Cross-Buy. Ihr müsst also beide Versionen separat kaufen. Seid ihr dann im Prinzip bei 10 €, wenn ihr das so weiter haben möchtet. Dauert der Platin hier 30 Minuten. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir jetzt mal gemeinsam an. Das Ganze ist wirklich super easy. Ihr müsst im Prinzip die 30 Minuten fast gar nichts tun. Wir bekommen da immer zwischendurch so Dialoge zur Auswahl. Allerdings werden wir da keine auswählen. Ja? Ja, schauen wir erstmal in die Optionen, ob wir das Ganze vielleicht. Nö. Wir können es nicht auf Deutsch stellen. Okay, dann machen wir einfach New Game. Gab es direkt schon die erste Trophy hier. Ja? Das war das Spiel gestartet haben im Prinzip. 1% war eine Bronzetrophäe. So, sorry für den kleinen Cut gerade zwischendurch, direkt zu Beginn. Ja, OBS hat mal wieder nicht aufgenommen. Beziehungsweise es war kein Ton mehr da, deswegen musste ich OBS hier neu starten. So, gut. Hier drücken wir jetzt X, Continue. Also quasi immer, wenn Continue da steht, drücken wir X. Ah, da gab es direkt schon die nächste Trophäe. Und ansonsten werdet ihr die ganzen 30 Minuten nichts drücken. Immer nur dann, wenn Continue da steht. So, hier macht er jetzt gar nichts, ja. Ihr seht ja den Balken da, ja, da läuft quasi Zeit ab. In dieser Zeit müsstet ihr euch rein theoretisch entscheiden, was ihr auswählt. Ja, aber wie gesagt, sobald das hier alles kommt, nichts drücken. Und meine PlayStation macht ganz komische Geräusche. Ein Geräusch, das ich bisher noch nicht gehört habe. Die soll da ja keinen Quatsch machen. Das Geräusch hört sich so ungefähr an. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel eine Flasche Sprudel da stehen habt? Und die macht so ein komisches Geräusch, wenn sie vielleicht nicht ganz richtig zu ist und man hört die Kohlensäure, wie sie sich so rausdrückt. Dieses leichte. Ja, wie so ein leichtes Quietschen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So hört die sich hier gerade an, keine Ahnung. Das war eben noch nicht. Hier jetzt Continue. Zack. Ja, hab ja eben schon ein Video gemacht. So, hier haben wir die nächste Trophy. Who are you? Beziehungsweise Way. Ja, Way, who are you? So. Dann wieder einfach laufen lassen, nichts auswählen. Ja, keine Ahnung, seit ich das Spiel da jetzt gestartet habe, macht die irgendwie komische, seltsame Geräusche. Keine Ahnung, was das sein könnte. So, hier jetzt wieder nichts auswählen, ja. Den Pad einfach liegen lassen, auch wenn es im Daumen zuckt und juckt. Nichts drücken. Also noch einfacher geht es ja schon fast gar nicht. Ja. Also easy peasy Platin. Nur leider schade, dass es kein Cross-Buy ist. Schön den Finger vom X-Button lassen. Ja, ist mehr so hier so ein Grafik-Adventure. Also ich denke, wir hören wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt nur ein bisschen Musik. Und sehen hier so ein paar
gezeichnete Bilder und sie da. Ja. Die sollen nur lieber aufpassen, dass da kein Auto ums Eck kommt. Während die da auf dem, auf der Mittellinie von der Fahrbahn hier balanciert. Man weiß ja nie, wer so ums Eck geschossen kommt. Ja, dass schnell mal was passiert. Ja, ich glaube, das Ganze hat insgesamt so, ich glaube, es waren 12 Kapitel, die wir dann quasi so auf diese Art beenden müssen für den Erhalt der Platin. Das Geräusch der PlayStation ist immer noch da. Das macht mir schon ein bisschen Angst. So, hier jetzt wieder X drücken. So, hi. Ja, nächste Trophy Gold. Ja, gibt's heute auf dem Karfreitag mal wieder ein paar Platins hier. Ja, freitags kommen immer die meisten Games für Easy Peasy Platin zu machen. Die ganze Woche über ist es recht ruhig. So, hier jetzt auch wieder nichts drücken, ja. Und dann am Freitag, ja, kommen da jede Menge raus. Und in 2 Tagen haben wir schon wieder Sonntag. Dann gibt's wieder Practice Gaming Arcade. Und ich denke mal, ich gehe mal von aus, es wird wieder so 2-3 Spiele eventuell geben. Ja, weil es ist Ostersonntag, ja. Das Ganze ist ja kirchlich, ja, dieses Breakthroughs Gaming Arcade. Ja, Feiertag, Ostersonntag, ja. Geschichte kennt ihr ja alle. Und ich denke mal, da kommt wie an Weihnachten auch 2-3 Spiele. Das war ja letztes Jahr an Heiligabend, sage ich. An Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob es der erste, zweite Weihnachtstag war. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber es war auf jeden Fall ein Wochenende. Und da kam auch gut was raus und an Silvester ebenso. Ja, also immer an so besonderen Tagen hauen die da doch schon mehr Games raus als an normalen Sonntagen. Mal gespannt, was so alles dabei ist. Und dann kommt ja am Montag, kommt ja von Webnetics Rainbow. Ursprünglich hätte das Ganze am Sonntag, also letzten Sonntag schon kommen sollen. Ja, dann habe ich da schon voll bereit gesessen. 17 Uhr. Natürlich wie immer, ganz klar. Und es kam und kam nicht. Und um 17.30 Uhr haben sie dann im PSN Store umgestellt. Veröffentlichung 18.04. Ostermontag. Ja, ich habe schon hier alles bereit gehabt. OBS geöffnet, PlayStation am Start. Hab schon das Thumbnail gemacht. Alles fertig, ja, damit das pünktlich wieder rauskommt. Und ja, jetzt haben sie es, wie gesagt, verschoben auf Ostermontag. Ja, ist halt, ist okay, sage ich mal. Nur wird es dann von meiner Seite aus den Platin-Guide dazu erst am späten Abend wohl erst geben. Denn wir sind natürlich Ostermontag mit den Kids bei Oma und Opa, ja? Also bei meinen Eltern, für die Kids Oma und Opa, ja? Und ja, Familie zusammen und wir wollen grillen und alles und da werde ich es dann leider nicht schaffen, um 17 Uhr oder 10 nach 5 oder Viertel nach 5, je nachdem, den Guide direkt schon rauszuhauen. Den werde ich dann erst machen können, wenn ich wieder daheim bin. Wahrscheinlich wird dann schon über die Hälfte die Platin haben. Aber gut, lässt sich leider nicht ändern. Ich kann ja jetzt schlecht hier alles mit zu meinen Eltern nehmen. Ja, machen wir hier Continue. Nächste Trophy, Human Copy. Take it easy, give it life.
So, dann dürfen wir den Pad wieder beiseite legen. Nicht, dass wir aus Versehen auf X kommen, wenn da gerade so eine Dialogauswahl ist. Ja, die Gute qualmt erstmal eine. Wenn sie schon am Fenster steht, könntest du das Fenster ja wenigstens aufmachen, wenn man raucht, oder? Jetzt mal im Ernst. Eieiei. Ja, also wie gesagt, Rainbow, ja, wird kommen Montag von meiner Seite aus, aber halt erst später. Ja, und dann habe ich ja vor 2 Tagen oder was, habe ich ja die Abstimmung gestartet. Was ihr davon halten würdet, wenn ich auch ab und an mal ein paar Let's Plays im Bereich Horror mache, da ich ja selbst Horrorspiele liebe, ich mag Horrorspiele, um den Kanal vielleicht ein kleines bisschen, ja, auszuweiten, sag ich mal, und auch noch ein bisschen anderes Publikum anzuziehen. Und ich war überrascht, oder bin überrascht, ehrlich gesagt. Ja, es liegt aktuell vorne, dass viele Let's Plays ja, haben wollen im Bereich Horror. Ja, also aktuell ist es, glaube ich, 52% zu 48%. War ich überrascht, hätte ich nicht erwartet. Hab ja mal so ein oder zwei Let's Plays hatte ich ja schon mal gemacht. Das war ja ganz am Anfang noch Queen Hell und vor kurzem da 35mm. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es doch dann so viele wollen, dass ich Let's Plays mache, da ich das Gefühl hatte, dass die Let's Plays nicht so gut ankommen. Aber, ja, laut Abstimmung wollen es doch schon einige. Und ja, ich denke, dass es dann in absehbarer Zeit auf jeden Fall ab und an mal ein paar Horror-Let's Plays geben wird. Es können mal ältere Spiele sein, neuere Spiele, etwas längere Spiele, etwas kürzere Spiele. Ja, da werde ich mir halt immer ein bisschen was einfallen lassen. Schauen wir mal. Und dann werde ich dazwischendurch auch mal ein paar Let's Plays raushauen. So, hier wieder X, continue. Ja, ich muss halt auch immer gucken, da ist das nächste Trophy, Planet X. Ja, zack, weiter geht's. Ja, ich muss halt auch immer gucken, wie lässt es die Zeit natürlich zu. Ganz klar. Wie gesagt, ich gehe ja noch jeden Tag arbeiten. Ja. Bis ich dann zu Hause bin, ist meistens schon ja, 4:15. Ja, dann Essen, Duschen, der ganze Kram, ja, dann Kids am Start, Frau am Start und ja, rundherum das Ganze noch und da muss ich halt immer gucken, wie es die Zeit zulässt. Da bleibt mir meistens ja, wenn, dann nur das Wochenende. Da muss man halt auch immer schauen, was haben wir vor, ne? Gehen wir was unternehmen mit den Kids? Ich kann ja nicht das ganze Wochenende da sitzen, nur Videos ballern und die Kids und die Frau vernachlässigen, geht ja auch nicht. Aber da werde ich halt gucken. Ja, dass ich halt jetzt nicht so die riesen Let's Plays mache von riesen Spielen, die keine Ahnung, 50, 100 Stunden gehen oder so. Sondern eher halt so, ja, mal kurze, knackige Horror-Games. Ja, oder mal Horror-Games, die so 5, 6 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen. Ja, da werde ich dann halt immer auch eine Folge jeden Tag hochladen, so 30 Minuten. Ja, damit wir auch ein bisschen was von haben. Ja, da werde ich mal auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen. Und da braucht ihr auch keine Angst zu haben, die Platin Guides werden ja natürlich nicht vernachlässigt. Ja. Da wird sich gar nichts ändern, die werden weiterhin kommen. Ja. Wie gesagt, hauptsächlich besteht mein Kanal ja aus kurze und leichte Platin Games. Ja, da ist immer Zeit dafür. Ja. Das kann ich immer so mal dazwischen schieben. Also von daher braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass das vernachlässigt wird. Ja, mal sehen, was die Zeit noch so alles bringt hier bei YouTube. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, Kanalmitglied von meinem Kanal zu werden. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe es auch erst seit kurzem drin. Wurde erst freigeschaltet mit den 1000 Abonnenten. Ein paar Tage später erst, also erst vor 2 Tagen. Und habe da mal, ja, auch nur eine Stufe drin, ja, für 2,99 €. Und habe auch schon ein Mitglied. Ja, erstmal noch vielen Dank dafür.
Und ja, was habt ihr da? Also ihr habt da auf jeden Fall halt ein paar Emojis. Aktuell, da ich noch nicht so viele Kanalmitglieder habe, kann ich nur 4 Emojis reinmachen. Das sind dann Bilder, die ich selbst halt da reinlade. Ja, und je mehr Kanalmitglieder ich habe, desto mehr Emojis gibt's. Und halt in der Community gibt es dann halt dementsprechend so Fotos und Statusmeldungen, die ich zum Beispiel mal nicht öffentlich stelle, sondern nur für Kanalmitglieder. Ja, ich sag mal so, keine Ahnung, so ein Einblick hinter die Kulissen, ja, so, ja, mal Privatbild mache von mir und meinem Studio hier, meinem Raum, ja, wo dann nur Kanalmitglieder sehen, bevorzugte Kommentare und so Kram halt, ja, da könnt ihr halt, wenn ihr Bock habt, würde mich sehr freuen, damit würdet ihr mich und meinen Kanal natürlich auch etwas mehr unterstützen, ja, und, habt auch die Möglichkeit, wenn ich einen Livestream mache oder eine Premiere starte, so wie wir es die letzten Tage hatten, damit Nego Para, habt ihr auch die Möglichkeit, in diesem Live-Chat dann bei den Premieren auch so Sticker zu kaufen. Ja, für, ich glaube, da geht es ab 1 Euro, geht es da los, geht hoch bis schieß mich tot, keine Ahnung. Und ja. Da könnt ihr mich natürlich auch unterstützen, ja, wenn ihr da Lust drauf habt. Ist natürlich alles freiwillig, um Gottes Willen. So, hier wieder Continue. Nächste Trophy Sun am Start. Wieder Gold-Trophy. So, 47%. Die Hälfte haben wir schon. Und wir haben, ja, die Hälfte haben wir schon. Und wir haben genau die Hälfte von den 30 Minuten. Also ich habe jetzt 15 Minuten. Und sehe gerade, OBS hat schon wieder keinen Ton drin. Das geht mir so auf den Sack, Leute. Ich mach mal hier kurz Pause und start mal OBS neu. So, Ton ist wieder da. Und ich bin auch wieder da. Das geht mir so auf den Nerv, ne? Das war letztens schon, mitten in der Aufnahme einfach der Ton weg. Keine Ahnung. Ja. Aber jetzt läuft's wieder. Ton ist wieder am Start. Deswegen gucke ich immer so zwischendurch, wenn ich längere Videos mache, immer nach links auf den Monitor. Muss man ein bisschen im Auge behalten. Ist ja auch blöd, wenn dann auf einmal der Ton vom Spiel weg ist. Muss ja nicht sein, man will ja schon ein bisschen Ton vom Spiel haben. Ja. Da muss ich dann gleich ein bisschen zusammensetzen. Alles kein Problem. Ja, also ihr seht hier easy peasy Platin bei dem Ganzen hier. Akol. Akol steht auf der Tüte da. Akol. Ich glaube, da ist Alk drin. Sieht auch so aus. Korken in der Flasche. Ist immer ein eindeutiges Zeichen, Alkohol. Ja, der BH hängt da an der Heizung. Ich glaube, die Alte ist fertig, war eine harte Nacht. So, ich glaube, sie ist eingeschlafen. So, wir dürfen wieder X drücken. Continue. Zack, nächste Trophäe hier am Start. Hold 56%. Und jetzt wieder schön die Finger vom Controller lassen. Nichts drücken. Na, wenigstens hat es jetzt mal ins Bett geschafft. Ja. Ja, die Kleider liegen immer noch im Koffer. Sie hat es nicht geschafft, in den Schrank einzuräumen, die Sachen. Ich glaube, sie hat gerade eine Nachricht bekommen. Schon wieder. Das Handy leuchtet.
Und das Geräusch von meiner PlayStation ist immer noch da. Komisch. Ja, jetzt schreib doch auch mal da zurück, da. Mensch, der bekommt da jede Menge Nachrichten. Sie ist doch eh wach. Eieiei. Backwards Upstream. Ja, Gott sei Dank dauert das Ganze nicht so lang. Wie letztens, wie hieß es, Totally Normal Journal oder wie das da hier, Journey oder wie es hieß da. Ah, das war schon hardcore, das Game. Das war krass. Obwohl das hier, das geht jetzt eigentlich noch, ne, muss ich sagen. Da ist die Musik nicht so crazy. So, continue. Nächste Trophy hier am Start. Renegade. Caching the Sun. 65%. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Kapitel wir überhaupt schon haben. Damit wir eine ungefähre Vorstellung haben. Da ich ja jetzt eben OBS neu starten musste, habe ich gar nicht mehr die komplette Zeit. Aber ich glaube, das ist kurz nachdem passiert, als ich gesagt habe, es sind 15 Minuten. Ich glaube, dann ist mir auch aufgefallen, dass gar kein Ton mehr da war. Jetzt haben wir hier knapp 8 Minuten, also mal bei 23 Minuten. Scheint ja da nicht mehr allzu viel zu sein. Wir werden sehen.
Ja, die Dame scheint wohl sehr traurig zu sein. Aber gut, jetzt so ewig lang vorm Spiegel zu stehen, macht die Sache auch nicht gerade besser, ne? Ja, da sind die gebrochenen Herzen in den Augen. Anscheinend hat sie Liebeskummer. Oh, meine GBL-Box ist gerade wieder ausgegangen. So, continue. Das nächste Kapitel abgeschlossen. Dokument 73%. Ja, kann echt nicht mehr viel sein. Vielleicht noch zwei Kapitel. Bei 73%. Wenn es eine Goldtrophy ist. Eben war es 65%, 8%. Dazu 81. Ja, vielleicht sind es sogar noch 3. Oder wir bekommen noch eine Trophäe für das Abschließen des Spiels. Dann wären es halt nur 2 Kapitel noch. Und dann sollten wir unsere Platin hier bald haben. Ah, wirklich mal hier eine gechillte und angenehme Platin. Könnte man noch ganz entspannt, während das hier alles läuft, noch was nebenbei machen. So ist es immer gut, kann man das immer schön verbinden. Das passt schon. So, da ist wohl das nächste schon abgeschlossen. Continue. Away from here, 82%. Sehr nice. Aber schätze ich mal jetzt vielleicht noch ein Kapitel 2 maximal. Sollten wir hier durch sein. Wie gesagt, es sei denn, wir bekommen noch eine Trophäe für das Abschließen des Spiels. Dann sollte das hier wohl das letzte Kapitel sein. Bye.
Ja, wenn ich mir den Hintergrund da so ansehe, die Wüste da, die Steppe, erinnert mich das immer ein bisschen an Breaking Bad. Walter White und Jesse Pinkman, wie sie da anfangs noch in der Wüste mit dem Wohnmobil rumkutschiert sind und gekocht haben. Muss ich immer dran denken, wenn ich sowas sehe. Eine meiner Lieblingsserien. Apropos, eine meiner Lieblingsserien. Heute kommt Better Call Saul Staffel 6. Die letzte Staffel dieser Serie. War ja dieser kleine Ableger quasi. Und ja, wie ich gehört habe, ist da Walter White und Jesse Pinkman wieder am Start. Viele fanden ja die Better Call Saul Serie gar nicht mal so gut. Muss ich zum Teil zustimmen. So am Anfang hat sich's übelst lang gezogen. Es war echt teilweise langweilig. Aber so ab der dritten Staffel, so wo langsam dann die Leute von Breaking Bad so ein bisschen dazukamen und man der ihre Vorgeschichte so kennenlernte, war sie schon ganz nice, muss ich echt sagen. Ja, bin gespannt. Bin sehr gespannt. So, continue. Zack. Score 91%. Okay, also es gibt doch noch ein Kapitel. Also es gibt wohl keine Trophy für das Beenden des Spiels, also müssen wir uns jetzt hier noch, ja, das letzte Kapitel ansehen. Und dann passt das ja eigentlich mit den 30 Minuten. Jetzt habe ich wieder 15 Minuten, habe ich hier auf OBS. Ja, also passt eigentlich, wenn das hier vorbei ist. Wie gesagt, ich musste jetzt da ein bisschen neu starten, so ein paar Mal. Ja, weil OBS ein bisschen Hudel gemacht hat. Juschen mir Han Hudel. So, da ist die letzte Trophäe. 100%. Und hier ist unsere begehrte Platin About Here, Son. Ja, Leute, das war's dann schon wieder von mir an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.